Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Gestern kam ein neues Update raus, das wir auch ja live im Stream kurz angesprochen hatten, beziehungsweise darüber gesprochen hatten, dass wir es ja noch runterladen müssen und hin und her. Aber wir haben uns nicht durchgelesen, was überhaupt gemacht wurde und vor allem waren wir nicht auf den besagten Maps, um zu schauen, was verändert wurde. Und eine Sache, holy shit, ist echt fett. Oh no! Counter-Strike. Zuallererst mal ist das Update riesig gewesen, also dieser Blogpost ist auch schon sehr, sehr fett. Eigentlich wurde jede Map verändert bzw. gefixt, verbessert und an den Skins und anderen Dingen wurde auch noch ein bisschen gewerkelt. Das haben wir gestern ja auch schon festgestellt, live im Stream. Wir gehen die Liste ganz kurz durch. Die Bombe ist jetzt besser sichtbar auf B. Die Granaten bouncen besser an Dächer und Steingeschichten ab, damit man das eben besser berechnen kann oder predikten kann. Und hier kommt auch schon der dritte Punkt und ich finde den wirklich krass. Und zwar wurde hier einfach das Geländer entfernt. Das hat mich echt baff gemacht. Hätten wir das gestern live im Stream gemerkt, ich glaube, wir wären ausgeflippt. Ich finde, das ist für die Tees ein Riesen-Advantage. Das ist natürlich ein gern genommener, ganz klar. Wenn man Waterfall macht, kann man jetzt tatsächlich den Waterfall machen und muss dann nicht jedes Mal noch rumdümpeln. Ich kann gar nicht aufzählen, wie unglaublich oft ich gestorben bin, wenn ich von hier oben runter wollte. Immer dieser dämliche Sprung, dann ist man für long sichtbar. Das ist jetzt wohl nicht mehr der Fall. Die ganze Geschichte ist insgesamt einfach offener. Dass einfach rausgeht, bap, 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 bap. Also diese Änderung finde ich wirklich crank. Hier auf Bombsite A wurde noch eine Garagendor gefixt, zwecks Clipping. Dann gibt es hier noch Lightning-Geschichten, die gefixt wurden. Mikro-Gaps wurden gefixt. Und natürlich Overall-Clipping und Movement-Polish, dass man da nicht irgendwo hängen bleibt und rumjallert. Auf Overpass wurden einige Clipping-Geschichten auch wieder verbessert. Auch das Licht wurde wohl verändert, dass man die Gegner oder die Player besser sehen kann. Sowie Texturen, die angepasst wurden, dass man die Player-Models besser sehen kann. Auf Nuke wurde auch wieder einiges angepasst oder gefixt. Natürlich wie immer dieses Overall-Clipping und Movement-Polish sowie einige Löcher, die in der Welt gefixt wurden. Ich habe keine Ahnung, was die da, von welchen Löchern die da sprechen. Hier drin bei Squeaky wurde das dynamische Licht verändert, dass man hier nicht verraten wird von seinem Schatten. Auf B wurden noch Collisions weggenommen und die Player Visibility verbessert. Ich nehme an, hier unten wurde irgendwas jetzt leicht verschoben oder was? Und hier in Lobby wurde wohl auch noch gefixt, dass man nicht mehr durch diese Garagentür durchklippen konnte. Davon habe ich aber auch bis dato nichts gewusst, beziehungsweise ist mir zumindest nicht passiert. Auf das 2 wurden Mikro-Cracks in Kraten Models gefixt. Okay, was... Auf Anubis wurden auch wieder Löcher in der Welt gefixt, aber wahrscheinlich, ja genau, diese Weapon-Drop-Geschichte, wo einfach die Waffe durch die Welt weggeklippt ist, durch den Boden und fort war. Auf B-Side wurde noch einiges verändert, damit Granaten nicht in irgendwelche kleinen Ecken bouncen und da drin hängen bleiben. Das T4 konnte man aus der Welt rauswerfen, das habe ich bis dahin auch nicht mitbekommen. Die Stacks habe ich mitunter schon gesehen. Fixed Light Issues around City Spawn Water, okay. Ah ja, es ist ja deutlich besser. Ich weiß nicht, was die meinen, keine Ahnung. Die Player Readability hier in Mid wurde verändert. Improved City Team Intro Position, okay. Und Overall Clipping Movement Polish, man kennt's. Als nächstes Office. Oh. Hier erkenne ich überhaupt keine Veränderung, weil ich Office seit einem Jahr oder so nicht mehr gespielt habe, würde ich sagen. Also das ist alles irgendwie, Hier ist angeblich was verändert worden, dass man die Player besser sieht am Spawn hier. Overall Clipping natürlich wie immer Disabled Motion und Vending Machine. Auch das kann ich nicht überprüfen, weil ich... Ach so, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Man konnte die Vending-Maschine einfach hier vorne rein bumbeln. Hier vorne dran stellen. Ah ja. Und hier nochmal zwei Probleme bezüglich des Lichtes, die gefixt wurden. Vor allem hier auch nochmal für die Low-Setting-Spieler. Nice. Hier auf Vertigo wurden unter anderem die Ladder-Collisions verändert, dass du hier nicht mehr die Schüsse oder Granaten von der Leiter wegblocken lassen kannst. Hier wurden auch noch Steel-Beams gefixt und natürlich Overall-Clipping und Movement Polish. Auf Mirage wurde nicht viel gefixt, aber etwas Wichtiges, und zwar hatten wir es gerade davon gestern im Stream, dass man hier jetzt wieder draufspringen kann, wenn man nicht gerade so köttelig ist hier. Zack, bumm, also das wird wieder gezählt. Wenn man ein gewisses Timing hat, kann man da oben drauf juckeln, von ganz alleine. Und zu guter Letzt folgt noch Ancient. Hier wurden natürlich wieder ganz viele Cracks in diesen Kisten hier gefixt, von denen wir ja alle so viel gewusst haben. Sowie die Visibility hier in Donut, die verbessert wurde. Ich nehme an, durch etwas mehr Licht, oder? Es kommt heller rüber. Und was auch nochmal wichtig ist, hier die Wood Penetration bei Bombsite B. Ich nehme an, es zählt einmal die Außen und die von hier drinnen wurde auch nochmal angepasst. Des Weiteren wurden wie immer Löcher gestopft und Overall Clipping und Movement gepolished. So, Dille, kommen wir noch zum Misk. Das wurde weiter oben ja schon für die einzelnen Maps aufgeführt. Clipping durch die... Böden ist erstmal vorbei, also hoffen wir doch alle. Scheinbar hat Molotov Self-Damage mitunter als Team-Damage gezählt und wurde dann so auch bestraft. Performance von Muscle Flash und HE-Granateneffekte wurde erhöht. Und hier ist noch ein Punkt, der ist wie gesagt auch im Stream angesprochen worden und auch gezeigt worden. Diverse Bugfixes und Tweaks auf Weapon-Finishes. Also wir haben gestern eine Golden Coil gehabt zum Beispiel, die sah, glaube ich, ganz silber aus. Also das war irgendwie merkwürdig. Da haben sie irgendwie gefühlt nicht wirklich was gefixt. Beziehungsweise ich habe bis dahin noch keine... Waffen gezeigt bekommen oder gesehen, die kacke aussahen und jetzt gefixt.
sind. Ich denke, das dauert auch noch ein bisschen. Das ist bestimmt auch einer der Gründe, weswegen auch noch keine neue Kiste kommt. Einige haben ja damit gerechnet oder vielmehr darauf gehofft, dass jetzt endlich mal eine neue Case kommt. Ich denke, solange sie noch so große Probleme haben mit den Weapon Finishes, also mit den Skins und auch mit den Stickern, solange werden sie auch erstmal keine neue Case rausbringen. Sicherlich könnte dann bald was Größeres kommen, wie halt eine Operation oder irgendwas in die Richtung. Aber ich glaube, mit Skins müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, beziehungsweise zumindest noch ein bisschen zurückhalten, denn die Skins sind ja immerhin auch ein extrem wichtiger und großer Punkt in Counter-Strike an sich, also in CS2 wie auch in Go. Und da wäre es natürlich schlecht, wenn man die vernachlässigen würde und dann einfach neues Zeug raushaut und alles irgendwie kacke ist. Also darum erstmal schön die Weapon-Finishes machen und danach den Rest. Das wäre soweit das große aktuelle Update gewesen. Ich denke, einige Veränderungen sind wirklich, also können entscheidend sein, also wie zum Beispiel die Sache auf Inferno, das finde ich wirklich krass. Und auch einige andere Punkte sind sicherlich wichtig, wie eben auch die Geschichte da bei Mirage, dass man auf die Kiste wieder draufkommt. Ja, soviel zum neuen Update. Ihr könnt natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das aktuelle Update fandet und womit ihr vielleicht auch gerechnet habt oder was ihr euch erhofft für das nächste große Update. Haut da rein, ich wurschtel das hier noch geschwind zurecht und dann ist aber auch gleich schon wieder Livestream ab 20 Uhr. Bis später, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für die Kommentare und für die Likes. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.